Ich muss bloß noch dazu kommen, anzugreifen. Ach, sauber. Der Tod von Leo wird die Geschichte verändern. Oh nein! Wie schrecklich. Was nun? Will ich jetzt heilen? Ich speichere auch schon mal. Eigentlich will ich nie heilen. Weil das kostet so viel. Ich hoffe, hier ist einfach irgendwo im Bett. Ich will jetzt nie hier... Geht das da irgendwo hoch? Sieht so überhaupt nicht danach aus, als würde es da irgendwo hochgehen. Hier ist wieder so ein Ding von den... Von den Klerikern. Also glaube ich zumindest, dass das von den Klerikern ist. Und ein Teleporter. Wunderbar. Das ist perfekt. Teleporter ist super. Alter Windpark. Wieso Windpark? Wegen dem einen Ding oder was? Was ist denn hier? Gehen wir mal ganz vorsichtig da reingucken. Das ist doch bestimmt gleich wieder irgendwas, was mich angreift und zerflattert, oder? Gerade noch nicht. Bandit, okay. Ihr habt hier nichts verloren. Ja, ich häng fest. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Was? Ich bin voll reingelatscht. Ah, super. Das war wieder gut. Das kommt davon. Hier, komm. Holen wir. So etwas wird hier nicht geduldet. Daneben. Okay, die beiden rennen da lang. Das ist gut. Dann können wir uns den Kollegen dann nämlich gleich mal schnappen. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht erwischt. Mit seinem Unsinn. Ja, schnell ausweichen. Ja. Nein, nein. Wieso? Der war auch schon wieder so inner. Ich muss doch mal heilen. Die schaffen wir, aber ich muss heilen. Bevor wir die schaffen. Ja. Lass mich. Na los, komm. Ja, ja, wir lassen dich das machen. Wo will der denn hin? Hier, komm. Jetzt kommen die anderen auch wieder. Du Ras. Ich weiß noch nicht, wo Duras gerade ist. Der rennt da auch rum. Ich hänge hier fest. Ich glaube, ist bloß... Nee, kommt zwei. Okay, wir versuchen mal. Unser Glück mit dem. Leo! Okay. Komm, weich aus. Genau. Ist der eine härter als der andere. Okay, aber Leo krieg mal. Ja, genau. Klappt ihr den da mal? Komm. Ja, hier. Ach komm. Verziehe dich. Nur weil Duras schon wieder am Boden liegt hier. Komm, Leo. Komm. Mist, der hat abgewehrt. Leo ist gleich hinüber. Ich muss bloß noch dazu kommen, anzugreifen. Ach, sauber. Der Tod von Leo wird die Geschichte verändern. Oh nein! Wie schrecklich. Was nun? Ja, du nimm das und das und das. Und dann verziehe dich. Mach ich dir Schaden? Ja. Mach dir Schaden. Matthäus, kannst du das hier mal alles ganz schön mitmachen. Daneben. Keiner hat's gesehen. Hier. Mach dir Schaden, also. Musst du leiden.
Ja, du wirst doch leiden, weil ich dir nicht viel Schaden mache. Aber ich mach dir Schaden. Und du hast nicht so dämliche Angriffsmoves wie die Monster. Das heißt, ich schaff dich auch. Ich esse trotzdem mal ein Fleisch für den Fall der Fälle. Guck mal, Hälfte ist schon weg von dem. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Ja, wusstest du, dass du angreifst? Oh ja, nur noch ein Drittel, komm. Das macht schon schön Schaden. Da kannst du nicht meckern. Also der Kombo-Abschluss. Ja, nimm das. Gleiser hinüber, Gleiser hinüber. Ja, ja. Kannst wohl nie abwehren, wa? Mit deiner komischen Waffe da. Schon doof, wenn man sich nie verteidigen kann. Sehr gut. Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Hab ich doch. Hast du nie gesehen, wie ich die alle hier gemacht habe? Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Rays Steckbrief, dieser okay. Ray hat ein ernsthaftes Problem. Muss ich mir gleich nochmal angucken, aber ich will den innen noch haben. Da ist er. Lass mich nur machen. Was? Der hat tatsächlich angegriffen, ne? Der ist stärker, als er aussieht, tatsächlich. Der hat keinen Totenschädel, er kriegt aber auch ein bisschen mehr Schaden. Leo war relativ leicht, tatsächlich. Ah, na gut, er ist ein bisschen komisch, dass Leo einfach war, weil er war irgendwie Questziel oder so. Aber naja, gut. Ja, komm, du noch. Ja, ja, ja. Ja, komm, rangerollt. Sehr gut. Lass ich näher zu dir laufen. Nett von dir. Ja. Das ist der Abschluss. Ja, gut. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Nochmal entspannte 150 Erfahrung. Finde ich gut. Läuft. Okay, habt ihr hier irgendwas gehabt, ihr Gurken? Ein kleiner grüner Stein, ne? Das ist doch was. Ich bin nicht gut genug. Eine verschlossene Truhe, die ich nicht aufkriege. Ich schlaf mal schnell. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Ich habe nämlich nie geguckt, wie viel Leben ich noch hatte. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen nee, sein. Nee, ich glaube nicht, mein Freund. Ja, Energiezellen. Gucken uns hier mal um. Also sieht nicht so aus, als hätten die irgendwas Cooles gehabt. Alte Münze, klar. Energiespeicher, Elektroschrott. Goldbrocken ist natürlich nice. Was waren hier jetzt gerade? Ach, Klettern, okay. Ja, Klettern ist jetzt nicht so cool. Was haben die denn hier? Gefangene. Anleitung für den großen Heiltrank wieder. Ein Foto. Hübsch. Das ist wahrscheinlich einer der Entwickler, wa? Cool. Klappstuhl. Aber hier kommst du auch nicht rein. So. Was ist das hier? Das ist näher. Man kann hier hin. Ach ja, okay. Sag mal, das ist ja hier verrückt. Ich gehe mal ganz kurz hier lang. Das sieht nämlich interessant aus. Ne, hier ist nix, okay. Da ist ein Schlafsack. Eine Wasserflasche. Bin ja gespannt, was wir hier finden werden. Ob wir überhaupt was finden werden. Wahrscheinlich den Tod wieder. Das ist das, was ich jetzt hier momentan erwarte. Mehr Tod. Teilschrott, klar, nimm mit. Da ist noch Eisenerz gewesen. Da, nimm Eisenerz. Genau, da ist noch ein Goldbrocken oder so. Ne, Schwefel. Das brauchen wir alles mal zum Aufwerten oder Aufrüsten von Waffen. Okay, jetzt sind wir hier unten. Lagerfeuer haben wir hier. Ich mach mal gleich mal hier. Ne, die starke Knochenbrühe noch nicht. Aber hier so ein paar mal. Machen wir 25 Fleisch.
Na, wunderbar, liegt doch gleich welches daneben. Nee, nee, du. Sorry. Kein Bock. Dann laufe ich mal hier lang. Gucken, wo wir hier reinkommen. Nirgendwo warst. Speichern. Oh. Meine Güte, hier sind echt überall nur Viecher, die dich umbringen. Okay, dann gehe ich mal hier lang. Vielleicht kommen wir wieder hier raus aus dem Laden. Bereit machen. Nee, nicht bereit machen. Ich will fliehen. Ich will einfach nur weg hier. Oh, da oben ist irgendwas zum Abbauen. Können wir mal schnell mitnehmen. Schwefelader. Oh, wahrscheinlich jetzt wir hier Schwefelbrocken rauskriegen. Viere sogar. Na gut, okay. Viere ist in Ordnung. Hier ist gar niemand, okay. Ein Toter, ja. Aber kein Viech, was dazugehört. Wieso hat er dann bereit machen gesagt? Zu viele Knochen. Hier ist doch gar nichts. Da vorne ist was. Nee. Und hier ist irgendwelches Giftzeug. Radioaktives Gedöns. Okay, wir sind wieder hier draußen. Irgendwo. Warte mal, wo waren wir denn? Wo ist denn die Stadt? Ah, da ist die Stadt. Hm, wo bin ich denn jetzt rausgekommen hier? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Okay, jetzt gehen wir mal Richtung Stadt hier. Komme ich hier rüber? Das sieht gut aus. Ja, okay. Sehr schön. Doras macht einfach einen Aim-Zug drüber. Sein Jetpack ist wohl ein bisschen besser als meins. Hm, was haben wir denn hier wieder für einen Laden? Ich bin so neugierig. Zwei Schakale, okay. Drei Schakale. Und ein... ein Leutchen, das sich gegen sie wehrt. Ganz schön stinkig hier drin. Vier Schakale. Meine Fresse, ey. Ich glaube, dafür bin ich auch noch zu schwach. Ja, ey, das bringt so nichts. Oder? Ein Schakal ist schon tot. Ich glaube, er ist relativ stark. Ja, er ist relativ stark. Er macht dich zur Schnecke, wunderbar. Was? Mann, ich dachte, der will schon gar nicht mehr von mir. Oh Mann. Na ja, gut. Ich helfe ihm trotzdem. Weil ich glaube, das mag er. Ich werde zwar keinen von den Dingern hier tot kriegen. Aber das macht ja nichts. Nein, nicht mich. Ja, ja, nimm das. Ja. Ja, ich habe ihn erwischt. Ich glaube, das ist gut. Nein, nein, verdammt. Schade. Ich hatte einen... Ach, meine. Dann war ich hier zu frech. Wir hätten vielleicht sogar noch einen zweiten gekriegt. Ja, nimm das, Schakal. Ja, sehr gut. Ja, das war nix. Ja, nimm das.
Damage. Nein! Kackvieh. Ja, komm. Ja, ich hab schon wieder keine Ausdauer, aber... Huhu, Glück gehabt. Ja, nimm das. Mist. Oh, Glück gehabt. Ja, komm. Nice. Schöner Weg Schlag. Endlich nimmst du Vernunft an. Ich hab doch gar keine Waffe. Seh doch nicht, sowas. Ja. Ganz schön stickig hier drin. Ja, ganz schön stickig. Komm, den Schakal da drüben. Das wäre, ne? Ja, komm her. Ja, komm her. Das Vieh zerquetsche ich. Ja. Das Vieh zerquetsch mal auch. Ja, ich hau mit drauf. Gott, machst du viel Schaden. Wer bist du eigentlich? Machst so viel Schaden. Ist ja nice. Das Vieh macht auch so viel Schaden und trifft mich trotz Rolle und allem. Mist. Dachte ich kriegen. Endlich nimmst du Vernunft an. Bitte? Rider. Ja. Oh, es war verboten. Naja, gut. Hier, komm, den Inschakal, den schaffen wir. Ja. Yeah. Wir schicken ihn darüber. Und dann kriegt man wieder nicht. Ja. Irgendwas ist hier wieder mit dem Untergrund. Wenn hier schon wieder Attacken nicht zählen. Hier muss doch Schwachstelle sein. Voll in den Hintern. Ja, ist mich. I know. Ja, nimm das. Diese Kackwand. Ja. Okay, komm. Ja, sehr gut. Dora ist wunderbar. Genau da wollen wir den haben. Der will mich. Nein, bin zu langsam. Sehr gut. Ja. Jetzt ist vorbei. Oder? Nein, ist nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Neue Stufe. Boah, Wattenkampf, du Wattenkampf. Schakale. Ich hoffe, du hast ein Bett hier, mein Kollege. Ich brauche unbedingt mal... Ich muss mich mal ganz kurz ausruhen hier. Du hast doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich mal hier kurz eine Pause mache. Moin, was ist los mit dir? Diese verfluchten Schakale, dauernd tauchen hier neue auf. Manchmal könnte man glauben, dass sie es riechen können, dass ich ihre Familien getötet habe. Du tötest Schakalfamilien? Du tötest Schakalfamilien? Natürlich töte ich sie. Ich bin schließlich Jäger. Aber ich jage nicht nur Schakale. Ich jage alles, was lebt und dessen Fleisch man verkaufen kann. Gehörst du zum Fort? Gehörst du zum Fort? Nicht direkt. Ich würde mich als Outlaw im ursprünglichen Sinne bezeichnen. Fressen oder gefressen werden, um mehr geht es hier draußen nicht. Ich lebe lieber hier draußen zwischen den Schakalen, als da oben im Fort und lasse mich den ganzen Tag voll schwatzen. Die Outlaws im Fort behaupten, frei zu sein. Die Wildnis und die Jagd ist der wahre Kern der Freiheit. Lass dir das gesagt sein. Ja, ja, das lasse ich mir gesagt sein. Lass uns Schakale jagen gehen. Lass uns Schakale jagen gehen. Nee, du, lass mal. Ich habe für diese Woche schon genug gejagt. Ich werde mich erstmal wieder ein bisschen entspannen, bevor ich aufbreche und versuche, meine Waren zu Geld zu machen. Kannst du was verkaufen? Kannst du mir etwas verkaufen? Ja, klar. Je mehr ich die hier verkaufen kann, desto weniger muss ich nach Abessa oder ins Fort schleppen, um es zu verkaufen. Sag mir, was du brauchst. Vielleicht habe ich's ja. Aber ich kann dir nicht alles verkaufen. Ich habe noch eine Lieferung, die an Scrappy gehen muss. Wer ist Scrappy? Wer ist Scrappy? Scrappy ist ein alter Mann, der unterhalb des Forts lebt. Er durchwühlt dort den Müll nach Brauchbarem und handelt damit. Du würdest nicht glauben, wie viele gute Stims die Leute teilweise wegschmeißen. Ich könnte deine Lieferung zu Scrappy bringen. Ich könnte deine Lieferung zu Scrappy bringen.
Und wieso genau solltest du das für mich tun? Weil du mich bezahlen wirst, weil ich es für dich umsonst mache. Weil du mich bezahlen wirst, deswegen. Weil du mich bezahlen wirst. Du bist direkt, das muss man dir lassen. Das mag ich. Alles klar. Ich gebe dir die Lieferung für Scrappy. Hier, Scrappy weiß, wie viel es ihn kostet. Wenn er dich bezahlt hat, komm wieder zu mir. Alles klar? Klar. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Was hat er denn? Er hat reines Elex, das ist eigentlich ganz cool. Schnabelfell, ja, der hat halt auch das ganze Zeug, was man so von Viechern kriegt. Was man jetzt sich nicht unbedingt brauche. Ja, ich kann ihm ja mal so eine Zahnaxt verkaufen. Verbesserte Zahnaxt der Outlaws. Fehlt nur noch ein spezielles Upgrade. Die macht schon gut Schaden, ne? Aber da brauchst du halt auch Stärke und konntest die noch mehr. Komm, verkaufen wir. Die normale Axt behalten wir mal. Oder lieber das Beil. Nee, die Axt ist etwas besser. Ach komm, wir behalten die Axt. Kann man bestimmt verbessern. So, Kriegsbogen. Ja, kein Bock. Jagdbogen, Setzerbogen. Ja, der Jagdbogen kann auch mal weg. Braucht man nicht wirklich. Eisenfaust, Schild, die besonderen Gegenstände will ich mal behalten. Sonnenbrille praktisch. Ja, ganz toll. Die Fledererhose braucht man, ne? Den Rest behalten wir mal. 8000 haben wir. Da ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Wir können dem jetzt hier auch noch mal hier... Fangbein können wir verkaufen. Die Federn, Krallen... Die Zähne, es sind auch wieder einige zusammengekommen. Knochen. Sind wir auf 9000 hoch. Okay, danke für den Handel. Sauber. Jetzt müssen wir eigentlich bloß noch Scrappy finden. Damit man dem das Zeug geben kann. Im Müll von der Stadt. So, mal gucken. Da ist ein Aufgang. Da ist ein Aufgang. Okay, da können wir dann zur Stadt rein. Hoffentlich. Das wäre ja schon mal ganz gut. Wir speichern hier mal ganz vorsichtig. Hier ist garantiert gleich wieder irgendwas im Weg, was uns ärgern will. Da kommen wir dann hoch zur Stadt. Das ist sehr gut. Ah, was war das? Ach so. Zwei solche Gleiter. Dachte schon. Gucken wir ganz schnell hier unten. Moin, wer bist du? Ach, Scrappy. Ja, wunderbar. Hier. Hast du vielleicht was zu fressen für mich? Na klar. Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Eine Dose? Na klar, hier. Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Ja, ich habe das Fleisch von Ryder dabei. Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Wird das Zeug nicht schlecht? Ich hab da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Dann sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stimms oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Ja, hier, gib mir mal die Splitter. Ich habe keine Ahnung, was ich Ryder zahlen muss. Gib mir die Splitter. Kein Problem. Hier, nimm. Und hier hast du die Stims. Oh Gott, für Ryder. 58. Ich bin sicher, er hat auch noch was für dich, wenn du sie ihm bringst. War schön, mit dir Geschäfte zu machen, mein Junge. Sehr gut. Wovon ernährst du dich hier? Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen, von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas von mir.
Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Ja, klar. Nur vom Müll kannst du nicht überleben. Ah, das geht noch, ne? Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich habe nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Na klar. Achso, hat er mir schon gegeben. Okay. Was hat denn hier liegen? Im Presslufthammer. Ja, ganz toll. Ich glaube, da gehe ich mal ganz schnell zu Raider zurück und gebe ihm das Zeug. Und wenn ich dann so auf die Uhr gucke, ist das wahrscheinlich nur das Letzte, was wir dann heute machen. Dann ist das schon mal wieder gut. Muss nicht gleich meine Frau abholen. So, Raider, wo warst denn du? Warst du nicht gleich da hinten? Hoffentlich. Bin mal gespannt. Ich schätze mal, ich kriege ein paar Splitter und dann ist gut. Meine 58 habe ich jetzt von ihm gekriegt. Das hat sich jetzt nie ganz so gelohnt. Ich dachte, er gibt mir... die Splitter sind die Bezahlung für Raider. Deswegen wollte ich die Splitter haben. Und nie irgendwas anderes. Aber naja, gut. Geht auch. 58 ist halt, ne? Da kannst du sparen quasi. Nein. Okay. Mann, egal. Sehr gut. Hier. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung. Ah, sehr gut. Vielen Dank. Auf den alten Scrappy ist einfach immer Verlass. Hier, das ist für dich. Du sollst schließlich auch nicht mit leeren Händen dastehen. Ja, danke sehr. 100 Splitter, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, war's das für die Aufnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann ist natürlich ein Abo super. Wenn ihr auch eine Mitteilung kriegen wollt, jedes Mal, wenn hier die nächste Folge an den Start geht, dann hilft zusätzlich zum Abo noch die Glocke. Dann kriegt ihr nämlich Mitteilungen. Und Anmerkungen und Kommentare freuen mich immer. Aber bitte Spoiler vermeiden. Okay, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.